Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subsistence und ich freue mich natürlich wieder, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben uns in der letzten Folge wieder ein bisschen aufgebaut, ein bisschen Material gesucht und so weiter und so fort. Also es geht langsam wieder bergauf nach unserem tragischen Tod, nach meiner langen Arbeitsschicht. Gut, da sollten wir wieder zum Ziel setzen, uns tatsächlich, tatsächlich wieder etwas Solarzellen zu bauen. Ich habe mir das eigentlich noch nie angeguckt, wie das auf dem Dach aussieht, muss ich gerade mal sagen. Boah, wenn das voll ist, sieht das bestimmt voll cool aus. Also bis nach da gezogen, aber das kostet aber auch so viel Geld hier. Was heißt Geld? Arbeitszeit, ne? So, gut, kein Patch, aber trotzdem, ich freue mich auf jeden Fall auf Neues. Ich werde mir mal eine Pistole holen mit dem ganzen Haufen Munition. Wir müssen uns ja jetzt nicht mehr gegen die verteidigen, erstmal da oben. Das ist ja sehr angenehm, aber irgendwie fehlen sie mir auch. Ich vermisse sie ein bisschen. Ich vermisse sie ein bisschen, muss ich zugeben. Wo seid ihr? Nein, Quatsch. Ich kann sie ja immer wiederholen und dann müssen sie wieder neu aufbauen. Und dann lösche ich sie, wenn sie wieder alles voll haben. Nur aus Rache. Gut, wir trinken mal ein Blaubeersäftchen, weil wir Durst hatten. Der Rest ist ja eigentlich ganz cool, ne? Was macht unser Hasi-Pompasi? Er ist Level 10. Bist du im Ernst? Oh, komm doch. Lauf, schneller. Nicht machen. Hä? Schön, das ist ein bisschen gefurcht. Hör auf davor zu hauen. Blöder Bär. Seht ihr, was das mit der Pistole kostet? Das ist ja unsere Munition wieder alle. Damit wollte ich doch mich nur verteidigen. Okay, der wäre weggegangen, ne? Ich hab's jetzt freiwillig gemacht. Ja, ich hab's gemacht. Ihr habt ja recht. So, ich will einfach nur Fett haben. Boah, zwei Fetten neu. Das ist ja, du bist so ein geiziger Bär, ne? Okay, wie lange bleibt der eigentlich da liegen? Haben wir auch noch nie beobachtet. Zwei Fett, ja, da brauche ich noch gar nicht anfangen, den Ofen anzumachen für. Schade. Fleisch habe ich noch, Platz habe ich wieder im Kühlschrank, stimmt. Und sogar zwei. Alles voller Steak. Und was kosten uns die Schuhe eigentlich nochmal? So, Bär, wie lange bleibst du da liegen? Ist die Frage, weg ist er. Okay, die Frage ist damit gelöst. Die Schuhe. Fünf davon. Okay, das kriegen wir locker hin. Zap. Zap. Hier muss ja nochmal etwas Schutz, glaube ich, ne? Das wollen wir natürlich gerne haben. Ich habe noch die Easy Pants an, ne? Die sind ja voll doof. Heavy Duty kostet fünf davon. Haben wir vier. Oh, vier haben wir, aber wir haben ein bisschen Baumwolle. 12 Metallstrips. Ich sag mal Strips dazu einfach und wir haben 13. Okay, dann machen wir uns auf jeden Fall noch eine fette Hose. Und dafür brauche ich Federn. Boah, wir haben alles da, ne? Ein einziges bitte. So, jetzt brauche ich ja gleich wieder. Federn können weg. Baumwolle kann weg. Schön, dass wir das alles so da haben. Es freut mich richtig. Halt, sie brauche ich doch auch noch, oder? Für die Hose. Ring. Die dicke Hose, die können wir Wax verarbeiten. Dann kommt das weg, dann kommt das weg, dann kommt das wieder weg. Nein, da muss ja Ordnung rein. Hier. Die dürfen wir jetzt größere Stacks machen. So. Davon leider nicht. Das eine Eisen, ich tue es dahin, wo es hingehört. Ziehen uns jetzt erstmal dicke Fette an, sonst vergesse ich es am Ende und wir erfrieren. Ne? Plus ein Warm. Ey, Füße müssen viel mehr geben. Ne? Das ist das, was am meisten friert. Boah, wir hatten 30 Schuss, ey. Scheiße. Gut, Bandage, Munition, gut, dann haben wir eigentlich alles in der Tasche. Wir sind dick angezogen. Das eine Splitterchen tun wir hier hin. Jetzt gucke ich nochmal, weil ich es immer wieder vergesse, wie viel Kupfer, 15 brauchen wir dafür, 20 davon und 10 davon. Also gehen wir ein bisschen auf Loot-Tour. Ich wollte irgendwas machen, ich habe es vergessen. Irgendwas wollte ich machen, ne? Wir bräuchten auch mehr Samen, ehrlich gesagt, ne? Da wächst gar nichts. Das wollte ich ja auch nochmal upgraden, oh Mann. 7. Warte, nee, da kostet so viele Eisensplitter, brauchen wir sehr, sehr viel Eisen. Gut. Gut. Ich hab noch eine andere. Ach, den Hasi. Genau, Hasi war ja noch da. Sollen wir Hasi schlachten? Also ich krieg's kaum übers Herz. Was sollte ich jetzt machen? Also Hasi wollte ich machen. Ich habe wieder 20 Sachen auf einmal im Kopf. Gut. Hasi ist so süß. Ist jetzt in meiner Tasche. Boah, ne, ich krieg das nie hin.
2 Rear Rabbit Meal und 3x Fett. Guck mal, für den Scheiß. Soll ich Hasi töten? Ich kann den Hasi nicht töten. Ich mach was ganz Unlogisches. Ich gebe Hasi sogar noch Futter. Hasi. So. 10 Stück sind total wenig, ey. Also du hast nur eine Minute Leben. Du hast es. Ich kann das so nicht tun. Ich krieg's nicht übers Herz. Mach mal so Männchen. Komm, mach Männchen. Hasi. Mach Männchen. Mach Männchen. Eigentlich wollte ich looten gehen, aber Hasi ist doch zu witzig. So, ich kann Hasi nicht töten. Willt ihr das hinkriegen? Für 3 lächerliche Fett. Ein bisschen Stoff, wovon ich eh tonnenweise hab. So. Die Sonne steht ziemlich tief. Es wird gleich dunkel. Aber wir wollen Kupfer haben. Oh. Ne, ist nur Eisentaf in der Kiste. Das nehme ich gerne. So. Schön. Es ist ja bewiesen, dass wenn man so in der Einsamkeit, in der Isolation lebt, dass ein Haustier einen da ganz gut tut. Ne? Deswegen, ich kann mich nicht von Hasi trennen. So. Ja, das brauchen wir alles dringend sogar. Solange die Sonne noch nicht untergegangen ist, können wir ja so ein bisschen rumwuseln hier. So. So, ein Pnumi hat mir gestern geschrieben, ihr Speicherstand löscht sich immer. Das ist ja ziemlich scheiße, ne? Wenn ein neues Update kam oder sowas, dann hat sie absolut kein, alles, was sie gebaut hat, ist dann weg. Das finde ich voll kacke. Tut mir voll leid, sowas. Das ist so viel Arbeit, die man sich hier reinsteckt. Stundenlange Arbeit. Ich weiß gar nicht, ich habe bei Steam noch gar nicht geguckt, wie viele Stunden ich schon Subsistence gezockt habe. Aber wenn das auf einen Schlag alles weg ist, ich würde keine Folge mehr machen. Das wäre mir dann zu doof. Aber wenn man für sich alleine spielt, ist natürlich in Ordnung. Ne? Boah, die Sonne sieht ja mega aus gerade. Weil die baut ja aktuell mein Haus nach. Was natürlich sehr schwer ist, weil ich so einen Wirrwarr da baue. Kupfer. Hat mich erwischt. Kupfer, 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 Kupfer. Ich will leckeres Kupfer finden. Will ich Metall? Nein, ich will Kupfer. So, was machen wir jetzt in der Nacht? Da oben ist was, aber das sieht nach Eisen aus, was wir auch tonnenweise brauchen. Ja, mein Verlust in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das. Der war ziemlich tragisch. Und wir haben... Ach, guck mal. Und wir haben den Loot nicht gefunden gehabt. Ja, da habt ihr mir geschrieben. Stimmt, der war auf dem Berg. Ich bin ja auf dem Berg gestorben. Der verliert die Sachen immer da, wo man stirbt. Und ich habe den unterm Berg gehabt. Das war natürlich ein bisschen dumm, ne? Ich bin so dumm. Tasche. Und ein Huhn. So. Also ein Hase haben wir jetzt wirklich locker ernährt, ne? Das war jetzt gar kein Problem. Oh, Tomatensamen, sehr gut. Oh Mann, ich hasse Dunkelheit. So. Ein Streichholz. Ich habe aber ein Kupfer gefunden. Ne, gar nicht ein Eisen war das. Warum finde ich eigentlich kein Kupfer, ey? Mann, wir brauchen Kupfer. So, das ist auch schön. Aber man müsste ja, wenn man das sich überlegt, wenn man im Spiel looten geht, tagelang looten, dann hat man so viel Material, dass man den Generator mal anschmeißen kann, zum Beispiel mit Benzin. Und ruckzuck ist man tot. Nein, der ist dann ruckzuck leer. Und dafür ist man dann tagelang rumgelaufen. Da töte ich lieber Tiere, ehrlich gesagt, dafür. Noch ein Eisen. Muss ich rankommen. Oh. Dicker, fetter Haufen sogar. 12 Eisen. Okay, das geht eigentlich ganz rubbelikatz, ne? Kann man eigentlich nicht sagen. Das könnten wir eigentlich mal zerlegen hier, ne? Fällt mir gerade so mal ganz spontan ein. Geht das überhaupt nicht? Ach nee, warte mal. Muss ich ihn drücken? Entfernen? Ja, entfernen wir das. Nicht Backspace. Weil den benutzen wir ja tatsächlich nicht, ne? So. 2 Raw-Mittel. Das ist ja nichts, was wir daraus kriegen. Ein paar Nägel. Okay, die haben wir wahrscheinlich so schon gefunden. Na, toll. Ne, das lasse ich mal. Ein schöner Generator war es eigentlich, ne? Aber den noch zum Laufen zu halten, Blödsinn eigentlich.
Dann brauchen wir noch einen hin und dann haben wir wieder Lockpick. Oh, es ist dunkel. Wie cool sich das anhört, dass er da so ran rumfummelt. Okay. G. Was hat das Ding denn gekostet überhaupt? Hm? Nee, soll ich das machen? Die Materialien sind ja geschenkt, ne? Die haben wir jetzt ja wiedergeholt sozusagen, aber man kriegt ja nicht alles wieder von einer. Wenn ich den denn nochmal hinpack, kriege ich dann wieder einen Lockpick. Das wäre natürlich doof. Das könnte man nicht mehr hinbauen, abbauen, aber der kostet ja, wie gesagt, man kriegt ja nicht mehr dasselbe wieder. Dann hätte ich dann mein Lockpick wieder. Das wäre schön. Oder das Spiel ist jetzt so gewitzt und sagt, du Trottel. Nix da. Okay, Idee. Es ist dunkel, sorry, Ne! Wie schlau ist denn das Spiel bitte? Scheiße! Das ist aber echt schlau, ne? Das wird mir jetzt... Ja gut, dann leck mich doch. Kein Lockpick! Ich muss woanders noch eine Hütte bauen. Boah, ich muss nach Hause, ist dunkel. Also was heißt eine Hütte? Eine Wand und eine... Eine Foundation. Ich weiß nicht, wo der ist. Hinter mir war er. Hä? Bin ich vorbeigelaufen? Game saved? So. Oder wenn man das an einer anderen Wand setzt. Aber das will ich jetzt nicht machen, weil dann ist er weg. Hasi, ich muss rein. Das ist so düster. Geh rein, Hasi. Und er hoppelt wirklich rein. Der süße kleine Hasi. Kupfer? Es kann doch nicht so schwer sein, Kupfer zu finden. Das ist so gemein. Und ich darf nicht singen, weil ich es nicht kann. So, ja, brauchen wir ein paar Latten. Wie gesagt, bauen wir mal irgendwo anders eine Mini-Basis. Also eine Foundation mit Wand. Gucken, ob wir da wieder einen Lockpick uns locken können. Ich sehe kaum was. Ich könnte das tolle Glowlight ja nehmen, aber dann sehe ich da auch nichts. Ich kann ja nichts machen mit dem Glowlight. Ich kann ja keine Bäume fällen. Ich wollte ja nachts nicht aufnehmen. Aber jetzt gehört halt zum Spiel dazu. So. Da kann ich Hasi nicht töten und habe damals in Real Life 1999 bis 2002 tatsächlich den Beruf Metzger gelernt und kriege Hasi nicht tot. Ja, aber das ist auch verständlich. Ne? Er wächst einen halt am Herzen so ein paar Folgen lang. So. So, ja. Hui, ich muss so viel aufnehmen heute wieder. Also ich möchte gerne sehr viel aufnehmen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme alles. So. Es ist ja auch ganz neu. Die Beta von Freitag, von Friday the 13, oder wie es heißt. Also Freitag der 13. Die habe ich bekommen gestern von den lieben Ben, den Entwickler und oder den Community Manager oder was immer das ist. Ja, das ist natürlich ein interessantes Spiel, ne? Das ist wie Dead by Daylight. Und ziemlich gut gemacht, ey. Das will ich jetzt gerne durchzocken, aber ich habe natürlich zu viel zu tun. So, 23 Eisen. Wir haben hier einen verflucht, das nicht einfach nur den Kopf. So, wolltest du nochmal 25? Ja, guck mal, da können wir doch schon mal ein bisschen schmelzen, oder? Es wäre unsinnig, wenn wir das nicht machen hier. So. Ach ja, Lattenproduktion läuft auf Hochtouren. Dann haben wir Nägel. Was brauchen wir denn insgesamt? 12. Oh Gott. 2. Oh Gott. Eine Menge Latten. Und für eine Wand brauchen wir 10, 2, 4. Also brauchen wir 8 Bretter. Die haben wir dann auch. Ne, 5. Wir brauchen 9 Bretter. Ist ja gar kein Problem. Mehr Seile. Nimm einfach mal alle mit. Und noch ein Satz Nägel. Von dem wir eh so wenig haben momentan. Boah, wenig sage ich. Gut. Aber ist ja trotzdem, wir hatten so viel und jetzt haben wir so wenig. Da können wir das bauen. Machen wir so eine Latte. Da oben war bestimmt eine Latte drin, die habe ich nicht gesehen. Und es wird doch Tag, Mann. Es wird heller auf jeden Fall. Man sieht das sieht total cool aus in der Unreal Engine 4. Ja, der Sternenhimmel, manchmal blitzeln die einzelnen Sterne auf. So. Ich
glaube, es wird heller. Aber ich habe Angst. Ich kann nicht einfach wegrennen in der Nacht. Und dann sterbe ich. Das ist das Doofe daran. Ne? Und dann wird es peinlich. Gut. Eine Mini-Basis bauen. Und ein Lockpick abstauben. Und das dauert. Ich bin zutiefst enttäuscht, liebes Spiel. Nein, Quatsch. Das kommt schon übrigens nur an, ja, ne? Take off. Wir produzieren momentan natürlich keine Solarenergie. Nee, gar nicht. Wir verbrauchen nur. Boah, wir waren mal 1000. Ich mach mal Sprit rein. Den habe ich ja schon mal reingemacht, aber noch nicht angemacht. Bis er wieder irgendwann voll ist, durch Sammeln. Hier ist ein bisschen Fett drinne. 100 von 1000, das ist nicht viel. Boah, das würde ich auch gerne mal ganz voll haben. Jetzt tu mal das weg, was wir gerade nicht... Ich tu mal das weg, was wir gerade nicht brauchen. Wow, haben wir dafür viele. Da können wir auch Sprit draus machen. Aber das ist ja teuer in der Herstellung. 4 Stück, ne? 4-mal Sprit könnten wir machen. Hier ist auch noch 2 drin. Okay, machen wir doch 4-mal Sprit. Warum nicht, ne? Ups. Solange es hell wird, haben wir wenigstens was zu tun. So, Bärchis. Oh, guck mal, was wird. Streichhölzis. Computerchippies. Kannst mir am Arsch legen, ein kleines Stück Holz. Weg bist du. So, Bretter brauchen wir. Wir brauchen noch ein Brett. Da stellt wieder Sprit her aus den Pflänzchen. Da haben wir wirklich viele gefunden, ne? Und was wollte ich jetzt machen? Das weg noch. Und die Computerchips. Okay. Ja, wir brauchen wirklich noch Computerchips, wa? Kostet ja ein bisschen mehr. 20, glaube ich, waren das. Ja, wir haben nicht genug Computerchips. Überlegt euch das mal. Ja, wir haben ja eh nicht genug Kupfer. Wenn wir dann auf der Suche sind, finden wir das schon irgendwie. So. Vielleicht davon eh Quatsch. Wir hatten ja die eine Basis da gebaut. Abgebaut, dann hatten wir nur eine. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann man ja nur... ein einziges bauen. So. Aber wir haben ja zweimal gebaut, also zwei dieser komischen Wand-Safe-Teile da, wo wir craften dürfen. Und da oben waren die Gegner, die habe ich ja ausgeschaltet. Ich werde sie irgendwann wieder anschalten, das ist dann zu öde. Ja, hier ist unser Bauwerk, um die damals auszuspionieren. Hat nicht ganz so geklappt, ne? Halb-halb, würde ich sagen. So, mein neuen Hasi, nee, den müssen wir sofort nach Hause bringen. Hasi, du hast Glück gehabt. Obwohl... Also geht es ja bei mir nicht wirklich schlecht, ne? Gut. Wolfskin. Haben wir die Nacht ja produktiv verbracht, ne? Halbpflänzchen. Warum versüße ich eigentlich mal alles? Da. In der Morgendämmerung. Schönes Wetter. I love it. Dieser Anblick, ne? Wenn man das entdeckt. Oh, viel zu früh losgekraucht. Komm, 6, 6, 6, 6, 6. Ja, 3. Und das letzte ist auch mal 3. Bam. 6 Kupfer in the Tash. Level 3 Wolf. Oh. Wie ich steil gehe. Und das sieht man aber am Morgengrauen besser irgendwie, ne? Und nochmal 6. Und. Ja. Damit haben wir schon wieder 12 Kupfer. Ups. Wenn wir es eingeschmolzen haben, natürlich erst. Steine. Okay. Wenn ich so eine Kiste jetzt finde, dann baue ich da die Basis hin am besten. Die Basis. Voll die Basis, die ich baue. Und ja, dann können wir direkt den Lockpick benutzen. Ne? Also ich müsste aber erst eine finden. Den Bär habe ich gefunden. Die Steine kommen mir total fremd vor. Bin ich hier noch nie lang gelaufen mein ganzen Leben? Also bei meinem Glück ist da oben dann irgendwo Kupfer. Aber bis jetzt hatten wir ja wirklich Glück, ne? 2 Vorkommen gefunden, schon gut. Level 3 Wolf. Aber nicht eine Tasche, ne? Leg nicht eine Tasche rum. So. Ich will mehr Kupfer haben. Und eine abgeschlossene Kiste will ich auch haben. Und da ist noch mehr Kupfer. Was ist los, ey? Heute ist Kupfertag, wa? Oder ist das gar kein Kupfer wegen der Sonne? Sieht das nur so aus, ne? Doch. Wow. It's a nice day. Okay, einfach mal in diese Richtung. Was?
Also da kann ich mit der Pistole nicht viel ausrichten. Der rennt nicht, ne? Nein, oh. Muss ich mich trotzdem umdrehen. Hätte irgendwie Schiss. So. Noch mehr Kupfer, jetzt bin ich kupfergeil. Jetzt haben wir 18 Kupfer. Das ist super. Die nächste Solarzelle ist uns sicher. Aber wir brauchen noch Computerchips. Ist klar, dass sie viele Computerchips brauchen, macht sogar Sinn, ne? Weil da sind ja so in einer Art Computerchips drauf, kann man ja so optisch sehen. Ist natürlich was ganz anderes als ein Computerchip, aber ist ja schon ein hochtechnisches Gerät, so eine Solarzelle. So, wir haben aber Zeit. Wir haben noch den ganzen Tag. Schaffen wir heute eh nicht alles zu bauen. Da sind wir weit weg von zu Hause jetzt, ne? Die Map ist richtig groß. Da ist eine Tasche. Die Pistole in Hand, das fühlt sich so komisch an mit der Spitzhacke. Eine Medizinkiste. Oh. Gut, dass ich das mitschleppe alles, ne? Damit wir es auch verlieren, wenn ich tot bin. Da komme ich nämlich nie wieder hin. So weit weg von zu Hause. So. Also wir können ja schon mal den Spaß bauen. Dann ist er wenigstens schon mal da. Wir haben ja alles da für die Mikrobasis. Die muss ich aber wieder abreißen, sonst haben wir den Punkt hier die ganze Zeit. Der wird wahrscheinlich stören. Dann laufe ich irgendwann in die falsche Richtung. So. Okay, wir gehen grob wieder Richtung Haus. Das ist mir viel zu weit weg. Ich habe hier Angst. So. Wir machen alle fertig. Knalle alle ab. Weißt du, wie gut die Pistole ist, wenn man sie aufrödelt? Ob die dann wirklich viel besser ist. Aber gegen Bären und so ist es halt eine schwierige Sache. Aber man kriegt dafür halt viel Munition, ne? Boah, voll im Gebirge sind wir schon. Eieiei. Auf geht's, wir kriegen nach Hause. Ich habe schon lange keine abschießbare Kiste mehr gesehen, muss ich zugeben. Ist überall nix. Der Kupferrausch ist vorbei. Was ist denn hier? Voll die fette Höhle, wa? Schick aus. Wir sind schon lange nicht mehr so weit weggelaufen. Kommt man dann total fremd vor, weil man so lange nicht hier war, ne? So. Was haben wir denn für ein Problem, weil wir so... Ach, wir müssen alles. Fleisch und. Warte mal da oben. Wir müssen ein bisschen Werte verbessern, weil unser Ausdauer geht gerade im Keller. Richtung Heimat. Da. Boah, wir sind aber weit weg von zu Hause. Oh. Ich muss gleich niesen, also nicht erschrecken. Ich glaube, wir haben schon wieder was eingefangen. Entschuldigung. Wolf, Berchi lässt mich, glaube ich, in Ruhe Eisen fahren. Boah, juckt mir die Nase. So, es waren nur 4. Geiziges Spiel, ey. Habe ich eigentlich Bandagen dabei? Die muss ich auf dem Hotkey setzen, ey. Das geht ja gar nicht so. Hä? Okay, dann lasse ich es jetzt. Also. Fresse, weil du da bist. So, das sind meine Taschen, ihr Schweineviecher. Pistole ist kacke. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre es gewesen, oder? Hätte euch tot gelacht. Ich töte die Tiere hier, Level 1 Tiere völlig umsonst. Was macht doch? Quatsch, mach meinen Job. So, gib mal ein bisschen Gas dabei, du lahme Ente. 2 gab es sogar aus dem. Sehr schön, war doch Level 1. So viel Munition haben wir denn jetzt noch hier. Ich bin aber auch ein... 3 Schuss noch, oh Gott. Ich bin aber auch wirklich am Hause hier mit meiner Munition. So, später haben wir bei mir 11 Uhr. Oh gut, jetzt hat die Rente heute wieder. Sag ich euch.
So, Taschen sind wieder da, also werden wir bestimmt eine abschießbare finden. Aber immer wenn ich sie suche, finde ich sie nicht, ne? Das ist ja halt der Klassiker. So, wenn ich sie dann habe, finde, habe ich meistens kein Lockpick dabei. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich einen bekomme gleich. Das ist das Problem. Das Spiel ist gar nicht so doof. Lässt sich gar nicht so verarschen. So, noch mehr Kupferwerber. Eine feine Geschichte. Aber ich habe auch keinen Bock, um jeden Stein rumzurennen wie ein Doofen. So. Boah, wo sind wir denn am Arsch der Welt hier, ey? Hier standen wir schon mal. Da hinten. Da ist meine Base. Das ist die Außenbase da, wo wir gebastelt haben. Experimentiert haben. So. Oh, es fehlt mir nur noch die abschließbare Kiste. Nee. Die abschließbare Kiste. Hier auf dem Weg nicht öfter eine, ich weiß es. Aber ich habe kein Glück. Warum gibt es hier Wege? Haben die Tiere die getrampelt oder was? Eine normale Kiste. Wie gesagt, wir brauchen noch Solarzellen. Huch, eine. Wir brauchen Solarzellen. Wir brauchen Computerchips, meine ich natürlich. So, mein Handy brummt. Wer schon fragt, auf der Arbeit, wer freiwillig da und da arbeiten geht auf Weihnachten. Arbeiten muss ich sowieso. Ich habe mich natürlich wieder geopfert für die Allgemeinheit. So. Da oben ist was, aber das ist kein Kupfer, das ist wahrscheinlich Potassium. Aber da kommen wir gar nicht drauf. Scheiße. Ich will doch nur eine Kiste finden. Hier sind wir im Bereich der Jäger. So. Och, schon ewig kein Appel mehr gesehen, ey. Aber ist nicht so gut wie eine Tomate, ne? Also echt erschreckend. So ein Apfel und ein Ei. Es gibt Apfel und Ei hier im Spiel. Lustig, ne? Gut. Wolf. Hi. Aber hätte ich noch nicht bemerkt. Mann, wir haben ja schon Sprit und Fett in der Tasche wieder. Ist ja fast ein Geschenk. Und hüpf. Oh, schafft er nicht. Das schafft er aber, der gute alte Klettermeister hier. Gut. Meine Lieblingstaschen mittlerweile. Ach, kein scheiß Cotton Seeds, ne? Dafür soll ich ein Blumenbeet machen. Das müssen wir unbedingt aufmotzen. Unbedingt. Boah, waren wir weit weg. Es lohnt sich eigentlich gar nicht so weit wegzulaufen im Spiel, aber man hat einfach manchmal, soll man sagen, Hummeln in den Füßen. Heißt das so? Nee, ne? Halt, wartet mal. Alle Werte ein bisschen besser. Also hier finden wir keine abgeschlossene Kiste. Hätte ich noch Bock drauf. Aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ne? Wir müssen erstmal Kupfer schmelzen, wie die Blöden. So. Boah, das Haus ist echt hübsch geworden. Ne? Ich finde es gar nicht so unattraktiv. Also ich würde es mieten. Nicht in dieser Welt hier, aber ich will es mieten. Für den Urlaub. Hier ist alles gut. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen schlauer sein. Der verpulvert jetzt ordentlich. Natürlich schon ein bisschen mehr jetzt. Es lohnt sich dann auch schon zu produzieren, ne? Anzünden. Dann können wir nämlich auch Leber kochen, weil wir brauchen Fleisch. Und dann geht es uns das schon etwas besser. Okay, Bärchen ist wieder weg. Mann, das war wieder ein erfolgreicher One, ey. Ich bin manchmal ganz erstaunt von mir selber. Okay, Tomaten brauchen noch hunderttausende Jahre, bis die fertig sind. Boah, wie viel Cotton wir haben, ne? Unglaublich. Computerchip-Bretter, ja, die brauchten wir ja noch. Ne, brauchen wir nicht mehr, die können weg. Bretter, Seile, ein Fiber.
Dann haben wir davon drei. Ein bisschen Stoff. Ein Schnaps. Nägel. Können weg. Chip nach oben. Das nach oben. Das nach oben. Das nach oben. Das im Ofen. Dann sind wir ja ganz happy. Ne? Ein seltsames Ordnungssystem hier. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Computerchips, ey. Hammer. So, hüps. 9 Schuss, 3. Das ist gut, ey. Wir haben echt gute Munition fürs Gewehr. Das ist ja das best aufgemotzte, was wir hatten. Hier ist auch noch Dings drin. Krass. So, Eier spare ich mir. Die halten ja hier hunderte von Millionen Jahre. Ja, ja, ich hab's nicht vergessen. Sehr schön. Satt sein ist eine wichtige Sache. In echt und auch hier. So, fang mal der da. Der macht schön Benzin. Und das auch nicht wenig. Gut, ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Und natürlich schon mal im Voraus danke für eure Kommentare. Ne? Freue ich mich drauf. Wir brauchen, wie gesagt, 15. Das ist nicht, das hatten wir locker gefunden. Das ist schön. Ups. Haben wir bald sogar wieder safe, ne? 15 Stück. Gut, bis dann. Nächste Folge gibt es ja so Saatzelle, wenn wir Glück haben. Und ein Lockpick.